Liebe Freunde der stets steigenden Aktienmärkte, wir alle wissen, Stocks always go up. Und die Frage, die sich uns alle heute stellen, das ist die Frage, wird der S&P 500 heute im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch erreichen? Also der maßgebliche Leitindex dieser Welt, der aus den 500 wichtigsten amerikanischen Unternehmen besteht, verdient wäre es allemal, denn es sind großartige Unternehmen, eine großartige Wirtschaft, viel zu billige Aktien. Dementsprechend wäre das alles andere als überraschend, wenn das noch heute kommen würde und dann schon sehr bald eine Kursverdoppelung stattfinden würde. Schauen wir uns hier mal den S&P 500 an, meine Damen und Herren. Wir hatten Ende August, Anfang September das Allzeithoch erreicht in diesem Index, 4.550 Punkte um und bei. Wir sind so, naja, 10, 15 Pünktchen drunter, also gar nichts, das muss heute drin sein, das ist drin. Wir sehen hier, wie steil dieser Anstieg gekommen ist, eben weil alle davon überzeugt sind, dass jetzt die Jahresendrallye einsetzt und mit den allerbesten Argumenten davon überzeugt sind, das darf ich hinzufügen. Und gucken wir uns jetzt mal die Bewertung an den Märkten. 47,23 Billionen ist der amerikanische Aktienmarkt wert, damit 107,7% des amerikanischen BIPs. Was sagt uns das? Das heißt nichts anderes, als dass die amerikanische Wirtschaft sich bald verdoppeln wird. Denn die Aktienmärkte, die blicken ja 6 bis 12 Monate in die Zukunft. Dementsprechend wird jetzt die amerikanische Wirtschaft eben in den 6 bis 12 Monaten dann ganz sicher 100% wachsen. Alles andere wäre überraschend. Also der Aktienmarkt zeigt letztendlich, wie gut die Lage eigentlich ist, und alle diese Pessimisten, Miesmacher, also diejenigen, die den anderen nichts gönnen, dabei wissen wir doch, dass die Börse uns alle reich macht. Dafür ist sie da, dafür ist sie geschaffen worden. Jeder, der mitmacht, gewinnt. Das ist wie in der Lotterie, da gewinnt auch jeder, der mitmacht, zumindest irgendwie mal einen Trostpreis oder irgendwie so. Also, meine Damen und Herren, steigen Sie ein. Es wird immer besser, es wird immer schöner, es werden die Kurse immer weiter steigen, überhaupt keine Frage. Und dann hier mal zum Beispiel für so einen Miesmacher, Lance Roberts ist das, der sagt, ja, wir haben jetzt die fünftlängste Gewinnstrecke sozusagen, wo der Index, nämlich der S&P 500, sich von der 200-Tages-Linie entfernt und diese niemals wieder erreicht hat. Und jetzt sagt er, ja, aber das wird ganz sicher wieder passieren, also da hören Sie nicht auf solche Aussagen, meine Damen und Herren. Diesmal ist wirklich alles anders, denn diesmal haben wir eine großartige Wirtschaft, wir haben großartige Notenbanken, wir haben jetzt den Rücktritt von Jens Weidmann, auch das sehr positiv für die Aktienmärkte. Wir haben eine Notenbankerin wie Christine Lagarde, die alles aufkauft, was nicht schnell genug auf den Baum kommt, und wir haben nun ja eine kleine Inflation, aber das sollten wir nicht zu ernst nehmen. Gegen die können Sie sich ja mit Aktieninvestment schützen, meine Damen und Herren. Sie müssen einfach nur bereit dazu sein. Und dann sind Sie dabei, dann nehmen Sie teil an diesem wunderbaren Aufschwung, den wir da erleben. Also ich bin ganz euphorisch, wie Sie merken, es ist wunderbar. Schauen wir uns mal die Resultate an der Berichtssaison aus dem dritten Quartal bei den Amerikanern. 84% haben die Erwartungen übertroffen. Das ist einer der besten Werte der letzten Jahre. Und wir sehen, dass Aktien oder Unternehmen, die Erwartungen verfehlen, dann übermäßig abgestraft werden. Also auch diese Unternehmen haben ein wahnsinniges Aufholpotenzial. Nicht? Also das ist einfach massiv unterbewertet. Man kann es gar nicht anders formulieren. Und wie zum Beispiel Tesla, meine Damen und Herren, das heute fast die 900er Marke erreicht hat. Und JP Morgan hat jetzt sein Kursziel für Tesla interessanterweise angehoben von 215 auf 250 Dollar. Wie gesagt, der Kurs steht bei knapp 900. Also da ist vielleicht noch eine Null fällig hinten dran bei JP Morgan. Jetzt hat irgendjemand bei Finanzmarktwelt hier einen Artikel heute geschrieben, Tesla über absurde Erwartungen und die weniger großartigen Fakten. Das ist ein Miesmacherartikel, wie ich ihn selten gelesen habe. Völlig verdient die Marktkapitalisierung von Tesla. Man muss sich nur fragen, wann gehen denn die anderen pleite, weil Tesla so gut ist, ja, weil Tesla einfach so stark ist. Ich habe heute da sofort die Entlassung dieses Mitarbeiters, wie heißt der, Markus Fugmann oder so, habe ich sofort beantragt. Das geht nicht, also der Mann muss raus, das ist einfach widerlich. Und schauen Sie mal zum Beispiel im wichtigsten Automarkt Europas, in Deutschland ist Tesla sogar Nummer 20.
nur knapp hinter Dacia. Ne? Das sind, glaube ich, Rumänen, ganz großer Konzern, ganz wichtiger Produzent. Ja? Und Tesla schon ganz knapp dahinter. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tesla Nummer 19 wird. Und da kann man auch schon mal eine solche Marktkapitalisierung natürlich anlegen. Und dieser Optimismus, der heute am Markt der Fall ist, der ist schon deswegen gerechtfertigt, weil heute Manchin von den Demokraten, der moderate Demokrat, wie es heißt, also eher auf der rechten Seite, gesagt hat, ja, also innerhalb der nächsten 48 Stunden, da werden wir versuchen, jetzt mal eine Einigung in Sachen Economic Bill zu bekommen. Das ist also, wenn Sie so wollen, dieses Infrastrukturprogramm von Joe Biden plus soziales Gedöns drumherum. Aber sei es drum, das erfreut natürlich die Märkte. Und heute hat so ein latenter Miesmacher, nämlich Waller von der Fed, gesagt, ja, also jetzt wird es kritisch langsam mit der Inflation. Welche Inflation? Fragen Sie mal Marcello Fraccia, der sieht auch keine Inflation und da bin ich völlig bei dem Marcello. Na, also, und der sagt, also in den nächsten 5 Monaten, wenn da die Inflation nicht nachlässt, dann muss die Fed möglicherweise schneller agieren. Das ist das erste Mal, dass da jemand aus dieser richtigen Einschätzung, dass diese Inflation vorübergehend ist, die jetzt mal eine Timeline, also ein Zeitlimit irgendwie da drüber legt über dieses Transitory, weil man könnte ja auch sagen, Transitory ist ja so ziemlich alles. Ne? 5000 Jahre sind nach meiner Auffassung auch Transitory. Die gehen ganz sicher vorbei. Ne? Insofern absolut definiert vorübergehend. Muss man ja auch mal klar formulieren. Und jetzt haben wir hier die Anleihenmärkte, die also völlig neben der Spur sind. Ja, also die haben überhaupt keine Ahnung. Da sehen wir 5-Jahres-Rendite. Rendite der 5-jährigen Staatsanleihe 1,2%, höchster Stand seit Februar 2020. Das war ganz kurz vorher die Corona. Und die Tipps, also die inflationsgeschützten Anleihen mit 2,83%, der höchste Stand sogar seit dem Jahr 2005. Also was die da spielen, das ist mir ein Rätsel. Und es gibt auch überhaupt keinen Arbeitskräftemangel, wie Sie hier sehen. Diesen Chart müssen Sie einfach nur umdrehen, dann liegen Sie bestimmt richtig. Labor Supply, wir haben also derzeit ein bisschen wenig Arbeitnehmer. Dann müssen wir die halt importieren, fertig. Ne? Aus Afrika, die Chinesen haben auch viele Leute, ne? Da kann ja der eine oder andere dann kommen. Und wir sehen hier minimalste Anstiege etwa bei den Mieten, 15,1% laut Apartment List, Zillow sieht 12,9%, Yardi nur 11,4%, also wir sehen praktisch keine Inflationstendenzen aufgrund der Mieten und das ist eine gute Nachricht. Jetzt hat ein Unternehmen gierigerweise gesagt, nämlich Unilever, dieser Lebensmittelhersteller, ja, also da ist doch der Preisdruck ist so groß. Der ist größer als das, was wir an Preisen bisher weitergegeben haben, deswegen müssen wir die Preise erhöhen. Also da möchte ich mal unsere Politik auffordern, dagegen vorzugehen. Das sind gierige Menschen, die also ihre gestiegenen Kosten weitergeben wollen. Das kann nicht sein. Wenn der Markt solche Extreme zeigt, dann müssen wir den Markt eben verbieten. Visco, der Italiener von der EZB, hat gesagt, ja, die Bottlenecks, die Flaschenhälse in Sachen Lieferkettenengpässe, die dauern länger als erwartet. Ja, ist halt die Frage, was man erwartet. Ich habe da gar keine Erwartung, insofern ist es auch nicht länger. Das ist, und Madame Lagarde, der ist ja fast die Waffel runtergefallen. Schauen Sie mal, wie die da erschrocken ist, als der Jens dem zugestimmt hat. Aber jetzt ist ja der Jens bald weg. Gell? Und dann muss sich die Madame Lagarde nicht so erschrecken. Hier sehen wir mal die minimale Abhängigkeit Europas vom putinschen Gas, from Russia with love, heißt es in diesem Tweet. Wir sehen so Länder wie Finnland, Estland, Lettland, der Tscheche, der Ungar, der Slowake, die sind besonders abhängig, die Deutschen, die Italiener. Und was haben wir noch? Die Polen, der Bulgare, der Grieche, die sind auch relativ abhängig, aber nicht ganz so abhängig, gell? Aber das ist also nur minimal. Und hier sehen wir Holger Čepić, auch so einer der Miesmacher, wenn Sie mich fragen, dass die Energiekrise sich verschlimmert. Welche Energiekrise, meine Damen und Herren? Das ist doch alles diese alarmistische Berichterstattung. Gell? Das DIW hat es ja gesagt, alarmistisch. Ne? Da muss man doch einfach mal zuhören. Und die Chinesen, wenn Sie das hier unten unter dem Chart einmal sehen, der Chinese lernt von uns. Der hat nämlich jetzt, haben die Chinesen gesagt, also wir werden dafür sorgen, dass die Sektoren der Wirtschaft, die Emissionen, sehr viele Emissionen produzieren, dass wir da
diese Emissionen zurückfahren, aber wir wollen gleichzeitig mehr Output haben, also mehr Produktion. Ne? Das ist in etwa eine Umschreibung der deutschen Energiepolitik. Ne? Du willst das andere und machst das andere und das widerspricht sich, aber das hat dann eine höher geordnete Logik. Ne? Sie kennen die Hegelsche Dialektik vielleicht, wir Deutschen kennen sie, die anderen haben das nicht verstanden, unsere Energiewende. Deswegen auch da die Kritik natürlich völlig überzogen. Und hier dann zum Beispiel dieser Energieexperte von Bloomberg, Javier Blas, der sagt, ja, also so Ölkrisen, die kommen plötzlich mit heftigen Impact, während so ein Erdgas- und Elektrizitätskrisen so langsam steigen wie eine Flut, aber dann ziemlich konstant, also bitteschön. Der Mann muss eigentlich mal aussortiert werden von Bloomberg. Es geht so nicht weiter. Und wie gesagt, ich hatte schon darauf hingewiesen, Marcel Fratscher hat richtigerweise gesagt, dass es nur die alarmistische Berichterstattung ist, die letztendlich die Gefahr ist, weil das dann die Erwartungen der Leute natürlich beeinflusst. Und jetzt hat dieser Chefvolkswirt der Commerzbank, eine Bank, die ich noch nie gehört habe, by the way, hat gesagt, also das ist nicht eine, also die Ängste und Erwartungen ist nicht die Ursache, sondern massiver Kostenschub. Ja, welcher Kostenschub bitte? 14,1 Produzentenpreise gestern. Ja, und? Ne? Das liegt halt daran, dass die Preise jetzt jahrelang zu niedrig waren. Das hat der Marcello auch gesagt. Gell? Also da muss man einfach mal vielleicht auch ein bisschen über Zensur nachdenken, dass solche, wie soll ich sagen, Verunsicherer, ne? Also die Angst schüren, ne? Dass diese Leute endlich mal aufhören, diese alarmistische Stimmung zu verbreiten, weil die führt zur Inflation. Ne? Da muss was getan werden. Es wird schon sehr aktiv getan in der Türkei, by the way. Heute hat richtigerweise die türkische Notenbank den Leitzins um 2% gesenkt, was die türkische Lira dann ein bisschen billiger gemacht hat. Das ist ja auch gut, wenn die Lira billig ist. Ne? Das ist gut. Und hier sehen wir die Erwartungen innerhalb des nächsten Jahres zu einer Zinsanhebung. In welchen Währungsräumen ist die am geringsten der Fall? Oder zu Zinsanhebungen, so muss es heißen, in der Türkei. Und dann kommt gleich die Eurozone. Gell? Also wir sind da in bester Gesellschaft mit dem Rajib. Also das ist für uns eigentlich ein Kompliment. Und noch eine sehr gute Nachricht, meine Damen und Herren. Der ehemalige Präsident Ronaldo, wie heißt der, Trump? Donald, gell? Sir Donald, da fällt es mir wieder ein. Der sagt, wir leben in einer Welt, wo selbst die Taliban eine massive Präsenz auf Twitter haben und dagegen der großartige ehemalige amerikanische Präsident sozusagen hier zum Stillschweigen verurteilt wird, sehe ich auch so. Also Taliban und Donald Trump, das ist ja auch, das passt irgendwie, gell? Und deswegen will der jetzt einen Medienkonzern da mal etablieren, ein Media-Network. Und das ist natürlich super, weil dann kriegen wir praktisch ähnliche Inhalte wie von den Taliban. Und das ist ja auch eine super Geschichte. Jetzt, meine Damen und Herren, noch abschließender Hinweis. Sie haben gemerkt, ich bin bullisch, ich halte alles, was an stetig steigenden Aktien zweifelt, eigentlich für Geschwätz, eigentlich für Miesmacherei. Dementsprechend werde ich diese Ansicht heute formulieren um 18.30 Uhr, ab 18.30 Uhr mit Roland Ulrich und André Stacke, der weiß, wie es geht, wo der Hase läuft, unter dem Video der Live-Link. Ich zähle auf Sie, lassen sich das nicht entgehen, so bullisch wie ich bin, das ist nicht zu toppen. Also Sie sehen einen Weltrekord an Bullishness, wenn Sie so wollen. Und das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend. Servus und ciao, auf dass die Aktien ewig steigen mögen. Ciao.